Wir gucken jetzt die Real-Life-Story von Marcel an. Für die, die Yap hier nicht kennen. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute wieder ein neues Video von meiner Dachterrasse, ganz gechillt hier. Wetter ist so lala. Mein Windschutz, Alter, ist übelst professionell. Ich blende euch mal kurz ein Bild ein. Really, nigga? Ich distanziere mich von der Aussage, Twitch. Das war in Zusammenhang mit einem Meme. Ich wusste nicht, dass er in diesem Video vorkommt. Jegliche Art von Diskrimination, Mobbing, Runterziehen und Menschenverachtung findet in diesem Stream nicht statt. Ich entschuldige mich. Wenn ich gebannt werde, Monte, Dankeschön. Gesehen habt, wäre das ein absolut lustiges Video, Freunde. Das, was ich heute erzähle, ich habe eigentlich immer mir geschworen, dass ich das nie auf YouTube erzähle. Aber ich bin eigentlich in einem Alter, wo es mir scheißegal sein sollte, was andere Leute über mich denken. Darauf erstmal ein Stößchen. Und bevor das... Stößchen, dass du mich gefickt hast, Digga. Dankeschön. Video in alter Frische startet, Freunde. Gibt es nochmal was zu gewinnen? Und wenn ich sage, es gibt was zu gewinnen, dann meine ich das auch so, Freunde. Haltet euch fest. Okay. Oh mein Gott. Das ist wirklich krass, Bruder. Na, ihr habt richtig gesehen. Das ist eine PlayStation 20-Jahres-Edition. Diskrimination. Man, Minatio, ja, das ist ein Wort, gibt's nicht, ja. Na, Freunde, das heutige Video. Wie soll ich da anfangen, ohne mich... Hast du GME gekauft? Ich habe sie nie verkauft, Bruder. Mich absolut zu blamieren. Also der ein oder andere von euch kennt wahrscheinlich die Story, wo mich meine Mom beim Wichsen erwischt hat. Das war schon eigentlich die peinlichste Story, die ich in meinem Leben erlebt habe. Das ist schon sehr peinlich, Bruder. Aber das, was ich euch jetzt erzähle, ist nochmal eine andere Ebene. Freunde, ich weiß nicht, wie ich die Story anfangen soll. Also, das ist echt peinlich. Ihr müsst euch das so vorstellen. Bei uns hier in Buxtehude gab es... Moment mal, ich habe im Unterbewusstsein gesagt, der Name Yappi klingt wie eine Transe aus Thailand. Und das ist wahrscheinlich einfach wahr. Ein Mädchen, eine Thailänderin oder Chinesin, ich weiß nicht. Ich bin einfach zu krass. Was für eine Nationalität das war. Die war doch ja, dafür bekannt, dass sie eigentlich so gut wie jedem hier in Buxtehude einen gelutscht hat oder... Natürlich, natürlich, Digga. Yappi? Grüße gehen raus, du kriegst von mir kein CBD. Muss es leider so sagen, einen gelutscht hat oder auch sich mal gerne bumsen lassen hat. So. Das ist jetzt ja auch erstmal nichts Verwerfliches, jeder so wie er Lust hat, würde ich behaupten. Und der Spitzname von ihr war Yappi. Warum Yappi? Keine Ahnung, wir haben sie immer Yappi genannt. Und Yappi. Ich hatte auch schon 1, 2, 3, 4 Kollegen oder auch flüchtige Bekannte, die sich von ihr einen nuckeln lassen haben und war auch alles Sutsche und... Ja, wenn du da 15, 16, 17 bist, ich glaube, ich war da 17 ungefähr, dann... Oh, scheiße, so früh hat er schon mit Yappi die Begegnung gemacht, Digga. Das ist schwierig. Ist natürlich so ein easy Blowjob schon was Verlockendes, ist es einfach so. Und zu der damaligen Zeit hatte ich einen besten Homie, René hieß er. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir waren so das Duo Bud Spencer, Terence Hill. René war ein bisschen fülliger, ich war groß und schlank, halt so wie Bud Spencer und Terence Hill. Und so wie in den Filmen haben wir uns auch geprügelt im Übrigen. Aber das sind andere Stories. Und René kam dann irgendwann zu mir und meinte zu mir, ey Digga, habe ich ihn gefragt, wie ein lutschen lassen, kennst du die jetzt oder was? Meinte er, ja, ich habe voll viel Kontakt mit der, schreibt bei der bei über SMS, glaube ich. Weiß René die Wahrheit? Glaube ich, war das damals noch. Und dann meinte er so zu mir, ja, lass doch später hin, gucken wir mal, was geht. Und René kennt die Wahrheit? Krass, Digga. Im Idealfall lassen wir uns einlutschen. Zu der damaligen Zeit habe ich noch oben in Buxtehude Süd gewohnt. Meint ihr, no front, hat René auch genuckelt und hat Yappi gebissen? Ja, und man will auch da nicht der Buhmann sein. Soll jetzt nicht heißen, dass ich da eigentlich keinen Bock drauf hatte. Aber natürlich hat man dann ja gesagt, ist klar, ne? So ein easy Blowjob mit 17... Ja, der eine mag's, der andere nicht, aber ich hatte auf jeden Fall Bock drauf, sagen wir es mal so. Und dann sind wir abends zu ihr nach Hause gegangen und haben uns dann so vor ihr Haus gestellt, vor die Wohnung, haben so hochgerufen, Yappi, komm runter, lutschen. Ja, Digga, ich schwöre, das haben wir genauso gesagt. Dann macht sie, die hat ein Dachgeschossfenster auf, dann macht sie so ihre... Nur Liebe an Gixen, das war natürlich nur Spaß. Luke auf und ruft so runter, ja komm mit gleich, noch Zähne putzen. Digga, das hat sie genauso gesagt. Natürlich war das jetzt für uns nichts Schlimmes, nochmal vorher Zähne putzen, mit einem frischen Mund einen geblasen zu bekommen, ist jetzt nicht... Chillig, Digga. Allzu verkehrt. Und so nach 10 Minuten gefühlt ist sie dann runtergekommen, ist ein Stückchen vorgelaufen und ihr müsst euch so vorstellen, mit der hat man gar nicht viel dann geredet, sondern... Ja, die hatte anscheinend Bock und ist vorgelaufen, wir sind hinterhergelaufen und die hat in der Nähe von der Stieglitz-Schule oben in der Süd gewohnt. Ich find's krass, dass ich eine Story übers Lutschen anschaue, während ich eine Pizza gediegen gegönnt kriege hier. Interessant.
gewohnt. Und dann sind wir, das war gegen 18, 19, 20 Uhr, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall war es schon abends, sind wir ihr hinterhergelaufen zur Stiglitz-Schule und haben uns dann so in so eine kleine Ecke gestellt, wo uns niemand sehen konnte. Und nach kurzem Rumdiskutieren, wer als erstes eingeblasen bekommt, ehe ich mich versah, hat sie auf einmal uns beiden die Hose runtergezogen. Ja, perte Appetit, Digga. Hat sie uns beide die Hose runtergezogen, einen in Handbetrieb und einen im Mundbetrieb. Und ich und mein Kollege standen da geführt so. Und da haben wir ihn mal ganz gediegen baumeln lassen. Ja, und als wir dann fertig waren, hat sie die Fliege gemacht. Und ich und mein Kollege haben uns, ja, waren uns schon ganz gut gefühlt, würde ich behaupten. Also, das war ein nicer Abend. Das war so eher so. What the fuck, Digga? Wollt ihr mir jetzt sagen, die Schwerter wurden gekreuzt, Digga? Monte, Bruder, hör mir zu. Es gibt ein gewisses Bro-Codex, okay? Und Codex Nummer 49 ist, mach niemals den X-Men. Und ihr habt den X-Men gemacht. Ihr wurdet Kreuzritter. Ihr habt eure Schwerter überkreuzt. Weißt du, wie ich mein, Bruder? Schwierig. Ja, Digga, High Five, Alter. Es war auch, also, wann? Sehr schwierig, Bruder. Verstoß gegen den Codex. Cooles Erlebnis, keine Frage. Bis dato habe ich auch nicht unbedingt einen geblasen bekommen. Und mein bester Kollege steht daneben und der kriegt auch einen geblasen. Und das noch von demselben Vibe. Aber das Peinliche beginnt leider jetzt erst. Jetzt kommt die traurige Wahrheit, Herr Selame. Hättest du den X-Men nicht gemacht? Hättest du den Kreuzritter nicht gemacht, ha? Natürlich hat man auch damit geprahlt, vor seinen Kollegen etc. Tja. Und irgendwann hat dann ein Kollege so mäßig zu uns gesagt, sag mal, Digga, warum lässt sie sich eigentlich nicht bumsen? Also, die hat halt immer den Kollegen eingelutscht und so. Und ich glaube, der ein oder andere Kollege hat auch mal ein bisschen Popo bekommen von der. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Aber die hat sich nie richtig halt ganz normal bumsen lassen. Und ich habe mir da auch ehrlich gesagt dann nichts bei gedacht und habe drauf geschissen. Gefühlt ein paar Wochen später ging dann das Gerücht rum, Freunde, in Buxtehude, kriegst dich über die Lippen. Bisschen Popo. Dann ging das Gerücht rum hier in Buxtehude, dass Jappi ein Tonne ist. Habt ihr gehört? Und dann ging das Gerücht rum, dass sie ein Tonne ist. Belastend. Also, tja, moin. Jappi hatte einfach einen längeren als Monte. So, für die Leute, die es nicht gehört haben, eine Transe. Peinlichster Moment in meinem Leben. Also, sehr schwierig, Monte. Sehr schwierig an der Stelle. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Transe ist, das ist ein Mann, der aussieht wie eine Frau. Aber da baumelt noch was zwischen den Beinen. Da baumelt ganz gediegen etwas zwischen den Beinen. Leute, ein bisschen Popo und ein F für unseren Bruder Monte. Und leider hat sich dann dieses Gerücht Wahrheit. Das, also fassen wir mal grob zusammen. Monte hat einen ganz gediegenen Blowjob bekommen und der war mit einem Transformer. Ein paar Wochen später ist er das Gerücht rumgegangen und leider hat sich dann auch bestätigt, dass Jappi einen Pimmel hat. Tja. Ja, wo ist das noch, wo ich rein? Kann passieren, Digga. Jetzt fragt sich nur, wo ist der Kollege, den sie ein bisschen Popo gegeben hat? Weil es kann nicht sein, dass er da nichts gefunden hat. Und wie habt ihr das denn bestätigt, Digga? Wart ihr in der Hölle des Löwen? Das sind Einzelheiten, die noch sehr wichtig wären zu erfahren, Bruder. Sehr wichtig. Ist Jappi heute ein Influencer, den wir alle kennen? Wer hat Popo bekommen? Das Schlimme ist ja wirklich, du hast das nicht gesehen. Du hast das nicht gesehen. Wenn ihr Zuschauer hier sind, drückt alle Alt F4, dann geht's euch besser. Sah wirklich 1A aus, Digga. Hatte eine weibliche Stimme, eine Engelstimme, Alter. Das. Ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Ihr werdet wahrscheinlich ganz gut schmunzeln gerade. Da war man schon eine Lachnummer unter den Kollegen. Da ist unter ein oder andere Witz über die Lippen gestrichen. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Digga, stellt euch vor, euch passiert das. Boah. Ja, und in dem Sinne würde ich einfach sagen, vergesst nicht beim Gewinnspiel noch mitzumachen. Wiederschauen und reingehauen. Ja. Die haben sich einfach Jappi gegönnt, Digga. Die haben sich auf voller Linie Jappi ganz gediegen, ohne Probleme, einfach reingescheppert.